Der Megalodon war der wahrscheinlich größte Hai der Welt, welcher die Meere des Mio- und Pliozäns terrorisiert hat. Er war nicht nur unfassbar groß, sondern auch noch ein perfekter Jäger. Er ernährte sich nämlich vermutlich von großen Walen, die er von unten anfiel. Der Meg ist aber auch noch ein großer Bestandteil der Popkultur. So konnte er sich 2018 mit Jason Statham um den Titel als König der Unterwasserwelt prügeln. Doch heute soll es nicht über den Film The Meg gehen, sondern eher über die Prämisse, dass der Megalodon noch leben soll. Und warum ich diese als Quatsch empfinde. Es gibt dazu ein Video von dem Kanal Topwelt, welches sich mit dem Thema beschäftigt. Dieses hat übrigens auch 500.000 Aufrufe, was einen denken lassen könnte, dass es sich hier um ein faktenbasiertes und gut argumentiertes Video handelt. Doch die Wahrheit werden wir uns jetzt angucken. Das erste Einstiegsargument ist das typische: Es sind ja noch 80% des Meeres unerforscht. Und ja, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Megalodon noch lebt. Danach gibt es keine wasserdichten Hinweise, die das bestätigen. So könnte man auch einfach sagen, nun ja, es ist ja fast nächstes Meeres erforscht, so könnte es ja auch SpongeBob geben. Das zweite Argument beschäftigt sich mit angeblichen Walen im Marianengraben. Beispiel der Wale. Ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Der Megalodon wäre nicht das erste Meereslebewesen, das sich dem Futterangebot anzupassen lernt. So konnte man beobachten, wie Wale in den Marianengraben abtauchen auf der Jagd nach Riesenkalmaren. Der Marianengraben ist mit 11.000 Metern der tiefste Punkt der Erde. Die Wale, die am tiefsten tauchen können, sind der Schnabelwal mit einer Tiefe von 3.000 Metern und der Pottwal bei einer Tiefe von 2.500 Metern. Der nächste Punkt ist die Existenz des Riesenkalmars. Der Riesenkalmar. Die Tiefen der Meere sind voller Lebewesen, von denen wir erst nach und nach Kenntnis erlangen. Der Riesenkrake etwa gehörte stets ins Reich der Mythen, bis Reste des Riesenkalmars 1854 an der dänischen Küste gefunden wurden. Ob auch der Megalodon heute noch in der Tiefsee lebt, wird erst bewiesen sein, wenn auch ein Exemplar dieses Urzeitriesen gefunden oder gefilmt wird. Nicht nur, dass es generell ein komischer Punkt ist zu sagen, nur weil es dieses riesige Tier gibt, soll es auch das riesige Tier geben, so ist der Riesenkalmar auch noch ein wirbelloses Tier. Wirbellose Tiere können wesentlich besser mit hohem Druck unter Wasser umgehen. So können sie sich in tieferen Gewässern verstecken und sind somit schwerer von Menschen auffindbar, da Menschen bis vor diesem Jahrzehnt noch gar nicht oder fast gar nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt in die Tiefsee vorzudringen. Danach wird der Irrtum des Quastenflossers angesprochen. So galt es als erwiesen, dass der Quastenflosser ausgestorben sei, bis 1987 ein lebendes Exemplar in 198 Meter Tiefe entdeckt wurde. Und dies war nicht das einzige Mal, dass Wissenschaftler ein urzeitliches Meerestier fälschlicherweise für ausgestorben erklärten. Abgesehen davon, dass ein Exemplar von einem Quastenflosser bereits 1938 vor der Küste Südafrikas gefangen wurde, wird der Quastenflosser nur 1,30 Meter lang und lebt in Höhlen. Der Megalodon ist ein 15 Meter langer Hai, der an der Wasseroberfläche Wale gejagt hat. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Entdeckung des Riesenmaulhai. Dessen Existenz war vollkommen unbekannt, bis er 1996 vor Hawaii entdeckt wurde. Auch danach blieben seine Sichtungen spärlich. Wenn der 5 Meter lange Hai, der in der Tiefsee lebt und nachts an die Oberfläche kommt, so lange sich unserer Kenntnis entziehen konnte, scheint auch die Existenz des Megalodon nicht ausgeschlossen zu sein. Ich weiß nicht, wie man das wirklich hinbekommt, aber das gezeigte Bild ist kein Riesenmaulhai, sondern ein Riesenhai, ein ganz anderer Hai. Das sind nämlich zwei verschiedene Spezies. Abgesehen davon wurde der Riesenmaulhai auch nur etwa 5 Meter lang, was wesentlich kleiner ist als der Megalodon. Danach bezieht sich Topwelt auf die Zahnfunde der HMS Challenger. Dieser Funde sind zwei Zähne, die die HMS Challenger 1875 vom Meeresboden nahe Tahiti zutage förderte. 1959 errechnete der Zoologe Czernetzki anhand der die Zähne umgebenden Schicht Manganoxid ein Alter von 10.000 bis 24.000 Jahren. Die Rechnung wurde aber von Bejavi und Klickmann im Jahre 1970 widerlegt. Anschließend wird sich mit dem Wal ohne Schwanzflosse beschäftigt. Der Wal ohne Schwanz. Ein Fund ganz anderer Art legt ebenfalls die Existenz des Megalodon nahe. 2009 wurde an der hawaiianischen Küste der Körper eines Buckelwals gefunden. Der komplette Schwanz fehlt. Bissspuren legen nahe, dass der Wal einem Angriff zum Opfer gefallen ist. Wir wissen, dass Gruppen von Orcas auf der Jagd nach Futter auch andere Wale angreifen. Aber könnten sie es wirklich mit einem 21 Meter langen Buckelwal aufnehmen? Abgesehen davon, dass Buckelwale keine 21 Meter lang werden können, könnte die Schwanzflosse auch von einem Propeller abgetrennt worden sein. Oder ein großer weißer Hai hätte ihn noch angreifen können. Es gibt tatsächlich ein virales Video von einem weißen Hai, der einen Buckelwal angreift und tötet. Zum Ende des Videos werden noch einige angebliche Sichtungen vorgestellt. Das erste Bild sieht nach meiner Meinung nach aus wie die Form eines Walhais. Aber ihr könnt auch euch gerne mal ein eigenes Bild von dem Bild machen.
Danach wird eine Sichtung eines angeblichen Megalodon aus dem Jahre 1918 angesprochen. Eine der ersten Sichtungen, die mit dem Megalodon in Verbindung gebracht wurden, erfolgte 1918 in den Gewässern vor Neuseeland. Fischer sahen einen riesigen Hai von unglaublicher Größe. Die Sichtung wurde schließlich von David Stitt in seinem Buch Sharks and Rays of Australian Seas 1963 veröffentlicht. Er beschreibt: Abgesehen davon, dass der Megalodon vermutlich nicht von reiner weißer Farbe war, da sie nahe der Wasseroberfläche gejagt haben und vermutlich ähnlich wie weiße Haie oder Makrohaie eine helle Unterseite und eine dunkle Oberseite hatten, so können nämlich Beutetiere die Haie von unten und oben nicht sehen. Diese Technik nennt man übrigens Countershading. Ist ein anderer Punkt, dass man auf dem Meer keinen Maßstab hat. Also man hat kein Vergleichsobjekt, um Tiere zu messen. So kommen schnell riesige Zahlen zustande, wie 50 Meter lange Seeschlangen oder 100 Meter lange Haie zum Beispiel. Danach werden die angeblich realen Bilder von einem Megalodon vor Südafrika neben einem deutschen U-Boot gezeigt. Dies hat sich aber bereits als Fake herausgestellt. Hier könnt ihr das Originalbild sehen. Die nächste Sichtung soll eine vom Great Barrier Reef sein. 1960 wurde am Great Barrier Reef in Australien ein etwa 26 Meter langer Hai von Seglern gesichtet. Hier kann man das gleiche Maßstabsproblem anmerken und auch, wenn es hochkommt, wird ein Megalodon nur nach neuesten wissenschaftlichen Studien nur etwa 16 bis 20 Meter groß und keine 26 Meter. Danach werden die Black Demons angesprochen. Das Problem hierbei ist nur, dass der Mythos der Black Demons lediglich auf einzelnen Sichtungen beruht und nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Als nächstes wird ein Video von einem angeblichen riesigen Teseehai gezeigt. Wasser Canyon leben können. Selbst wenn der im Video gezeigte Hai kein Megalodon sein sollte, dürfte man zumindest annehmen, der Megalodon sein sollte. Dieses Video trendet schon lange im Internet herum, ist aber ein absoluter Fake, kann man jetzt nicht sagen, aber es ist kein Megalodon. Es ist ein pazifischer Schlafhai. Dieser ist auf ganz im Gegensatz zum Megalodon komplett für das Leben in der Tiefe ausgelegt. Der letzte Punkt ist ein weiteres Video von einem angeblichen Megalodon. Aufnahmen von einem etwa 18 Meter großen Hai, der neben dem geretteten Schwimmer im Wasser auftauchte. Das Videomaterial ist einer der wichtigsten Beweise für die mögliche Existenz des Megalodon. Der Sprecher sagt extra noch, dass es keine Walhalle in Brasilien gibt. Das ist aber falsch, denn das Verbreitungsgebiet des Walhais im westlichen Atlantik reicht vom Golf von Mexiko bis nach Brasilien. Und das war's auch schon mit dem Video. Und ich finde es für sich erschreckend, dass man bei einem Video, was eigentlich mit Fakten informieren sollte, einfach jedes Argument entkräften kann. Und dass der Kanal absichtlich oder unabsichtlich Unwahrheiten und Falschfakten verbreitet. Doch erst letztens hat ein Bild für Furore gesorgt. Denn der Unterwasserkameramann Andy Brandy Casagrande IV. Hat ein Foto von einem über 5 Meter langen weißen Hai gemacht. Mit riesigen Bisswunden. Hier muss man aber bedenken, dass er es dadurch, dass frische Wunden bei Haien immer weiß sind und diese schwarz sind, dass es sich hier um alte Bissspuren handelt. So könnte dieser Hai als Jungtier gebissen worden sein und die Wunde ist einfach mitgewachsen. Was hinzukommt ist, dass man bei der Wunde etwa 14 Zahnabdrücke erkennen kann. Doch Haie haben in ihrem Maul wesentlich mehr Zähne. Und jetzt ratet mal, was eine Anzahl von Zähnen ein durchschnittlicher Orca hat. Nämlich 12 bis 14 Stück. Und Orcas sind auch bekannt, sich an den einen oder anderen Haien zu vergreifen. Die Verletzung sieht auch nicht wie ein Angriff durch einen anderen Hai aus, da Haie dazu tendieren, die verletzlichsten Punkte anzugreifen, die Kiemen. Es gibt auch noch ein Foto von einem Hai mit verdächtigen Bisswunden. Diese Bisswunde ist aber auch nicht im Kiembereich. So könnte es sich hier um einen Paarungsbiss handeln, denn Haimännchen beißen ihren Partner und drehen ihn dann auf den Rücken, um sich mit ihnen zu paaren. Fairerweise muss man hier sagen, dass die Weibchen in der Regel größer werden als die Männchen und sich nach der Bisswunde zu schließen um ein sehr großes Tier gehandelt hat. Bei diesem Hai könnte sich aber auch nach Dr. Erich Ritter um einen sogenannten Brawler-Hai gehandelt haben. Und wie der Name schon sagt, Brawler-Haie sind in vielen Kämpfen verwickelt und tragen deswegen auch sehr viele Namen davon. Haie sind generell oft von Namen übersät. Aus all den genannten Gründen glaube ich nicht an das Überleben des Megalodons. Aber was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Danke fürs Zuhören.